Mit einem energischen Pfiff in seine Trillerpfeife hat Markus Weinzierl die erste Einheit als Trainer des VfB Stuttgart heute am Nachmittag eröffnet. Es war viel los, ungefähr 250 Fans haben hier den Weg hergefunden, haben sich das angeguckt. Ja, und auch der Trainer hat gleich relativ forsch losgelegt mit seinem Team, um die neuen Co-Trainer Wolfgang Beller und Thomas Barth, aber auch die Alten, die da geblieben sind, Matthias Schiffers, Athletik-Coach und Marco Lang, der Torwarttrainer, die haben gut ein gutes Programm hingelegt. 2 Stunden fast war die Einheit lang, relativ lang, auch im Vergleich zu seinem Vorgänger. Und man hat gleich gesehen, dass der Trainer versucht, einen guten Draht zur Mannschaft zu finden. Er hat sich Gonzalo Castro mal zur Seite genommen, hat mal ein bisschen mit ihm gequatscht. Hat Pablo Maffeo, der ein bisschen mit der Körperhaltung, so Kinn hoch, Brust raus, ein bisschen energisch hier zur Sache gehen. Es war viel los, man hat viel gesprochen, sehr, sehr auffällig auch. Der Trainer hat sehr viel mit den Akteuren gesprochen, war immer wieder laut, hat korrigiert, hat die dann aber auch schon nach dem klassischen Programm mit Aufwärmen und so weiter versucht, in Spielform zu vermitteln, welche Idee denn er von Fußball hat. Da ging es also darum, Räume anlaufen, Positionsspiel, Passfolgen, Sechser fällt tief zwischen die beiden Innenverteidiger. Man konnte schon so ein bisschen erahnen, was Markus Weinzierl hier mit dem VfB Stuttgart vorhat. Ganz grundsätzlich hat er natürlich momentan nur einen Rumpfkader zur Verfügung. Es wird erst gegen nächste Woche erwartet, dass alle Spieler von den Länderspielen wieder zurück sind und dann wird die Vorbereitung auf Dortmund so richtig losgehen. Nichtsdestotrotz ein recht guter Auftritt des Trainers in seiner ersten Einheit, der auch von den Zuschauern mit Szenenbeifall teilweise quittiert wurde. Das war ja noch ganz anders als Korkut hier aufschlug. Da konnte man ja beinahe eine Stecknadel fallen. Also auch das war ein markanter Unterschied zu seinem Vorgänger. Jetzt wollen wir sehen, wie sich die nächsten Tage gestalten. Es wird viel trainiert werden, viel gesprochen auch, das hat der Trainer angekündigt. Er wird weiterhin sehr viele Einzelgespräche führen, will die Mannschaft kennenlernen, um dann nächste Woche, wenn er den ganzen Kader zur Verfügung hat, wieder den Fokus auszurichten auf das Spiel gegen Borussia Dortmund.